Ja, Schule steht vor vielen Herausforderungen. Also die Heterogenität in den Klassen hat zugenommen. Und eigentlich muss Unterricht erstmal abgesichert werden. Und dann stellen wir qualitative Ansprüche, wie beispielsweise die MINT-Fächer stärker in den Mittelpunkt zu nehmen, aber auch soziale Kompetenzen. Und hier meine ich, kann man auch im außerschulischen Bereich mehr tun. Thüringen geht einen besonderen Weg. Ab dem nächsten Schuljahr gibt es pro Schüler 30 Euro. Und damit kann außerschulische Arbeit organisiert und auch finanziert werden. Das ist immerhin schon eine Stange Geld im Schuljahr. Wenn ich dann 30 Euro mal Anzahl der Schülerinnen und Schüler nehme, dann kann ich eben genau das, was gewollt ist, in Arbeitsgemeinschaften, auch in Lernen am anderen Ort, neu organisieren und besser organisieren. Und ich denke, das wird auch einen Schub im Bereich mitbringen.